Und dann Moinsen zum Vorbericht-Talk. Und wenn es gegen Frankfurt geht, nach Frankfurt, zu Hause gegen Frankfurt, egal wie rum, ist er bekannt. Benny ist da. Moin. Hi. Wir quatschen über unser Spiel am Samstag, 15:30 Uhr, beste Bundesliga-Anstoßzeit in Frankfurt. Und erstmal so die erste Frage. Man hört so ein bisschen raus, die Leistungen von Frankfurt nicht so auf einer Höhe wie vielleicht noch vor ein paar Monaten nach der Winterpause, sag ich mal. Aber eigentlich, wenn man so die Termine durchgegangen ist, ist es eigentlich ganz okay. Also einige Siege dabei, klar, Niederlage in Köln mal dabei gewesen, jetzt ein Unentschieden in Wolfsburg. Ist es wirklich von der Stimmungslage, von der Mannschaftsleistung her schlechter geworden seit 2023 oder nicht? Also es ist schwierig, weil also die WM hat ganz klar unsere Saison so in zwei Hälften gebrochen, würde ich sagen. Wir hatten so einen Flow im Herbst und der ist jetzt ganz klar weg momentan. Und ja, wir hatten einige Siege, aber die waren jetzt von der Leistung her auch nicht so, dass wir sagen können, wow, wir waren richtig überzeugend. Wir haben halt einigermaßen gut gespielt in diesen Spielen. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir spielen hier den Gegner an die Wand und keine Ahnung, wir ziehen safe in die Champions League ein. Das Problem bei uns ist halt, es hat sich so ein bisschen verschoben. Die Anspruchshaltung hat sich so ein bisschen verschoben. Durch diesen Europa League Sieg und die Champions League Qualifikation gibt es dann so ein bisschen den Anspruch, ja, wir müssen aber nächste Saison auch wieder Champions League spielen, ne? Und dafür reicht Platz 6 eben leider nicht aus. Deswegen. Ja, etwas schwierig momentan bei uns die Stimmungslage. Ja, und die könnte auch noch mal, gut, weiß nicht, ob die wirklich dadurch schlimmer wird, weil eigentlich nach dem Hinspiel ist doch schon recht viel gelaufen, aber wie bei den Bayern auch, nach dem VfB-Spiel kommt Champions League, bei euch auch. Ist dann gegen Neapel, auswärts in Neapel dran. Wir haben die Themen mit Fans, die wir gleich noch ansprechen können, was heute neu reinkam. Aber hast du generell noch irgendwie eine Form von Resthoffnung nach dem 0-2 im Hinspiel? Ja, Hoffnung habe ich eigentlich immer, aber das ist schon sehr, sehr harter Brocken. Also Neapel hat uns im Hinspiel ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Das ist schon eine Mannschaft, wo man sagen muss, die haben schon richtig was drauf. Die können den Gegner herspielen. Die haben eigentlich kaum Schwächen. Also im Hinspiel war es ja so, wir hatten sie am Anfang mal so für eine Viertelstunde oder sowas gut im Griff, aber danach hat Neapel das Spiel übernommen. Und also das 2:0 aus dem Hinspiel noch zu drehen, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Ja, und was wir auch noch gehört haben, es dürfen keine Fans nach Neapel kommen. Wir hatten ja jetzt schon was gelesen gehabt zu Freiburg auch noch, wo zumindest die Auswärtsfans hin dürfen im offiziellen Block, aber halt Leute über den Mitgliederverkauf bei Juventus halt, die quasi sich reingecheatet haben ins Stadion oder über andere Kontakte reinkamen, die werden nicht ins Stadion dürfen. Jetzt gab es die Ansage von ganz oben, glaube ich, aus Italien, aus der Politik, dass keiner nach Neapel darf. Was geht da ab? Ja, das ist sehr, sehr undurchsichtig für alle und sehr unerwartet eine Woche vorm Spiel. Das kann aktuell noch niemand wirklich sagen, wieso genau. Also wahrscheinlich halt sagen sie, ja, wir können nicht für die Sicherheit garantieren, aber was ist denn das für eine Aussage? Also dann kann man das auch sein lassen, dann muss man auch keine Spiele ausrichten. Und dann ist das dann ein Innenminister von der italienischen Regierung, der auch so eher so einen Rechtseinschlag hat, der dann noch selber aus Neapel stammt, wo man dann auch fragen muss, ja, macht er das, weil er hier seine Mannschaft pushen will oder so? Also das ist total krank, ein Skandal ohne Vorbild. Also das hat es noch nie vorher so gegeben, dass die Politik einfach von sich aus entscheidet, nee, es kommen keine Fans rein. Also das ist ein Skandal. Ja, und da geht es ja generell um Fans. Also auch der offizielle Auswärtsblock darf keiner reinkommen. Und wenn ich es richtig gelesen habe, darf generell auch kein Frankfurt-Fan in die Stadt Neapel. Ich weiß noch nicht, wie man sowas überprüfen will, aber selbst das geht nicht. Also Leute, die schon lange vorgeplant haben, was ja durchaus mal möglich ist, innerhalb von einer Woche, dass er schon länger geplant ist, ey, wir fahren nach Neapel auswärts nach der Auslosung. Natürlich alles ziemlich, ziemlich großer Quatsch. Also man hat echt das Gefühl, dass so Gesamtfußball-Europa echt komplett traumatisiert wurde mit Barcelona, als ihr die damals eingenommen habt. Weil seither geht es ja, wie gesagt, Freiburg auch im kleineren Stile, aber auch dann euch. Die haben wohl irgendwie alle wirklich richtig Schiss bekommen vor irgendwelchen Einnahmen von deutschen Fans dann bei irgendwelchen Auswärtsspielen. Ich weiß nicht mehr, ob es das ist. Ich glaube eher, es geht halt darum, dass die haben vielleicht das gesehen, was bei uns mit Marseille passiert ist. Also war es ja auch sehr viel Stress in dieser Saison. Und beim Hinspiel gab es auch schon einige
Reibereien am Rande des Spiels zwischen Neapel und Frankfurt-Fans. Also wahrscheinlich nehmen die das dann halt als Begründung. Aber wie gesagt, dass einfach die Regierung von einem Land hingeht und sagt, wir lassen keine Fußballfans einreisen, das ist ein unerhörter Vorgang. Und ich bin mir sicher, das verstößt auch gegen Ja, EU-Freizügigkeit safe. und also das kann man einfach nicht machen. Aber es ist wahrscheinlich zu spät, die werden das durchdrücken, der Verein wird dann versuchen, da noch irgendwas gegen zu machen, aber das wird nichts. Da wird kein Fan wahrscheinlich da sein. Ja, also wird das Spiel wahrscheinlich sehr wahrscheinlich vorbei, aber das muss ja irgendeine Form von Nachtrag trotzdem noch haben dann. Also das so kann man ja, das geht ja nicht. Also kannst du keine Auswärtsfans einfach nicht zulassen, so weil du einfach keine Lust drauf hast. Also wenn das anfängt, wenn das wirklich durchgeht, dann machen da ja andere Länder auch mit. Das ist ja, wird dann eine ganz komische Sache. Mal sportlich gesehen, ich sag einfach mal, Neapel kommt weiter. Ist ja das Wahrscheinliche. Glaubst du, dass Neapel auch echt einen großen Lauf machen kann an Champions League? Oder siehst du ja doch, dass irgendwann ein Schluss wäre gegen Real oder irgendwas Größeres? Ja, also für mich sind die ganz klar einer der Favoriten auf den Titel. Klar kann nächste Runde Schluss sein und meine Aussage ist dann wieder dumm, aber wenn die in der Form, wie sie gegen uns gespielt haben, wie sie in der italienischen Liga alles auseinandernehmen, spielen, da kann es bis zum Sieg der Champions League durchgehen, ja. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Und Champions League wollt ihr nächste Saison auch nochmal spielen, ist ja auch ganz klar. Ihr seid 3 Punkte weg gerade von Platz 4, 5 Punkte weg von, ich sag mal, keinem europäischen Platz, also Platz 8 eben aktuell. Wie sicher bist du dir, dass ihr in die Champions League kommt, beziehungsweise dann zweiteres einfach generell europäisch wieder spielen werdet? Also Champions League bin ich mir momentan leider nicht so sicher. Da waren die letzten Spiele jetzt leider nicht so bestärkend, dass wir da in die Champions League kommen. Kann natürlich noch klappen. Es wird sehr davon abhängen, ob wir unsere Punkte jetzt zum Beispiel gegen euch holen, gegen Bochum, wo wir dann in 3 Wochen spielen holen, ob wir unsere Punkte gegen Union holen oder zumindest gegen Union nicht verlieren. Also das wird schon sehr spannend für uns. Ob wir es in der Champions League schaffen, das hängt wie gesagt auch davon ab, was machen halt unsere direkten Gegner. Europa, das denke ich schon, dass wir das auf jeden Fall schaffen können. Das ist sehr realistisch. Da ist halt wichtig, dass wir nach unten in den Abstand waren. Das haben wir jetzt gegen Wolfsburg. Zwar nur ein Unentschieden, aber halt Hauptsache nicht verloren. Also das haben wir schon durchaus geschafft dadurch. Ja, und glaubst du auch, dass ihr den Kader so zusammenhalten könnt? Also, ich glaube, ein paar Kandidaten gibt es schon, die mehr oder minder sicher weg sind. Kamada, ein Dicker, aber zum Beispiel auch ein Kolumuani vorne drin. Hängt das vielleicht irgendwie dann auch von Europa League und Champions League ab? Oder wie sieht es aus im Sommer bei euch? Also ich denke schon, dass das möglich ist. Ja, Champions League wäre auf jeden Fall nicht schlecht dafür. Aber ich denke, auch bei der Europa League würde Kolumani wahrscheinlich noch mal mindestens ein Jahr bleiben. Ich meine, guck dir Fälle an wie Luka Jovic. Der hat auch selber jetzt gesagt, er hat die Eintracht einfach zu früh verlassen. Es war der Schritt zu früh, zu schnell, zu einem zu großen Verein. Und das sehen ja auch die Leute. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass die Spieler sich gut entwickeln und die Eintracht hat ein gutes Umfeld dafür. Also Kolumani bleibt, denke ich. Die anderen Spieler, wo der Vertrag ausläuft, wie Kamada und Ndicka, die sind wohl weg. Wahrscheinlich muss man So auch verkaufen, weil dessen Vertrag dann in dem Sommer darauf auslaufen würde. Und ja, mal gucken, was sonst die Abgänge angeht. Also es sind doch schon einige Neuverpflichtungen im Gespräch. Mal gucken, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich wieder ein mindestens mittelgroßer Umbruch bei uns, denke ich. Ja, mit Aouar ja der eine im Gespräch gewesen, wo manche sagen, wir sind schon sicher da, dann er selber eine komische Aussage macht, aber mal gucken, das wäre auch ein großes Ding, auch wie du vorhin angesprochen hast, einfach auch eine gewisse andere Erwartungshaltung in Frankfurt mittlerweile. Europa League-Sieger, Champions League-Teilnahme, da können so Kaliber wie ein Aouar kommen, der war ja vor ein paar Jahren nicht denkbar, würde ich einfach mal so unterstellen in Frankfurt. Was sind sonst so Stärken bei euch? Kolumani ist ja ganz klar vorne drin, aber auf was müssen wir uns sonst so gefasst machen? Ja, momentan ist der Fußball ist so schnelllebig. Also vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ja, Lindström und Götze und Kamada, die Kolumani zuspielen. Und momentan haben die alle leider so ein bisschen einen Durchhänger. Unsere Abwehr ist auch so etwas, wo man sagen muss, ja, jedes Spiel hat mindestens einer unserer Abwehrspieler irgendwie ein, zwei große Aussetzer drin. Also Kolumani ist momentan von der Form her bei uns derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holt.
Ansonsten haben wir viele Spieler, die leider eher außer Form sind. Also muss man halt mal gucken. Ich denke mal, wenn wir ansatzweise an unser Leistungsniveau kommen, müsste ein Sieg gegen Stuttgart schon drin sein, Ja. ohne euch zu nahe treten zu Ja, wollen. nee, das ist ja völlig richtig. Das sind ja ganz andere Kaliber mittlerweile. Eine Hoffnung, die wir vielleicht ein bisschen haben könnten, wäre eure Standardschwäche aktuell. Also defensiv gesehen, einige Gegentore nach Standards. Problem ist halt da, wir sind selber nicht unbedingt so standardstark. So bestes Beispiel war das Paderborn-Spiel, wo du mit der 17. Ecke erst das erste Tor machst dann. Also da muss halt, ja. Hoffentlich können wir es ausnutzen, so richtig dran glauben tue ich noch nicht. Bevor wir zur Prognose kommen, noch kurz eine Abstiegskampfprognose. So für euch aus der fernen Sicht. Wir haben jetzt hier Schalke am Start, Bochum am Start, Hertha, Hoffenheim und uns auf den letzten Plätzen. Alle auf 19, bis auf die Hertha auf 20. Noch einige Spiele zu gehen, alles extrem eng. Aber was würdest du gerade glauben, wer geht direkt runter? Also aktuell würde ich sagen, Bochum, die hatten eine ganz gute Phase, wo sie immer die Heimspiele gewonnen haben, aber dieses Momentum haben sie verloren und vom Kader her sind sie einfach schwächer als die anderen Mannschaften. Deswegen Bochum leider, weil ich finde die eigentlich cool, auch vom Stadion her, von den Fans. Und dann würde ich sagen, Hoffenheim als zweiter direkter Absteiger. Ich meine, das wünsche ich mir natürlich. Also da ist so ein bisschen der Wunsch dabei, aber Hoffenheim, also von der Form her, also was die da spielen, das ist ja bodenlos und ja, das, also wenn, sollten die es nicht schaffen, sich nicht nur irgendwie zusammenzureißen, gehen die auch direkt runter. Und dann als Relegationsplatz ist ganz schwer zu sagen, weil es so eng ist. Schalke, Hertha, ihr, puh, das kann jeder von den dreien sagen. Also Ja. da wage ich keine Prognose. Es könnte wirklich jeden treffen. Ja, Momentum gerade 100% auf Schalker Seite, aber auch das Restprogramm von allen ist ähnlich. Wir haben alle noch da unten so zwei, drei direkte Duelle. Wir zum Beispiel haben ja jetzt dann auswärts Augsburg noch, auswärts Hertha noch, auswärts Bochum noch. Letzter Spieltag dann natürlich, das wäre der Traum. Letzter Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim, wenn wir die in die zweite Liga schießen würden, wäre natürlich das Schönste der Welt. Und der Rest hat auch alles noch direkte Duelle. So jetzt Hertha gegen Schalke ist demnächst. Hoffenheim gegen Schalke ist auch noch bald so Geschichten. Das wird alles extrem eng, aber würde ich auch gerade mitgehen. Ich würde hoffen, dass Hoffenheim absteigt, Nummer 1. Und Bochum wäre es auch schade, aber die haben irgendwie, wenn selbst der Heimeffekt verpufft, weil die haben ja auswärts gar nichts gerissen, nur zu Hause, wenn selbst das verpufft, wird schwierig. Schalke hat das Momentum bei sich und sonst, ja, Hertha, Schalke, Stuttgart würden sich wahrscheinlich gerade echt um Platz 16 streiten. Augsburg hätte ich auch gern mit runtergenommen in den Abstiegskampf, aber die holen halt zu viele Punkte. Die holen ihre 1-0, 2-1 Auswärtssiege da. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber es wird eh jedes Wochenende wieder neu entschieden werden. Was glaubst du, was geht am Samstag? Ja, also ich denke, die Eintracht, wie gesagt, sollte das schon schaffen. Und bei eurer Auswärtsschwäche, die Ja. jetzt schon fast legendär ist, ich tick mal so, die Eintracht ist immer für ein Gegentor gut momentan, wenn man wieder Indika oder Tuta oder Hasebe oder wer auch immer da hinten drin ist, mal wieder einen Fehler macht. Also ich sag mal, mindestens ein Tor macht ihr. Wir machen vielleicht mit Kolomoani und das, weil es zu Hause ist, 3, also würde ich sagen 3:1. Ja, das ist halt das Thema. Individuelle Klasse ist es halt, die dann oft den Ausschlag gibt. Auch gegen München war es ja wirklich individuelle Klasse dann oft, die den Ausschlag gibt. Wenn Spiel eng ist, dann gewinnst du sowas im Abstiegskampf auch nicht, wenn der Gegner einfach bessere Spieler hat. Ich muss sagen, ich habe es mir immer ein bisschen schön gesoffen, die Spiele in Frankfurt oft mit so Statistikdenken aus 2014 eigentlich. So in Frankfurt geht oft was, coole Statistik dort, aber 2016 letzter Sieg dort, danach zweimal verloren, aber immerhin letzte zwei Auswärtsspiele, beide 2:21, waren jeweils ein 1:1 in Frankfurt. Und darauf würde ich natürlich irgendwie hoffen. Ein Sieg rechne ich uns nicht zu. Und das Thema ist ja auch immer, Katastrophen spielt auf Schalke, zumindest die erste Halbzeit, ordentlich mitgehalten mit den Bayern, folgt bei uns normalerweise wieder ein schlechteres Spiel oder ein Spiel, wo man reingeht mit, ey, war doch voll gut gegen die Bayern, jetzt können wir wieder ruhiger angehen. Wir können es ja eigentlich, diese Selbstsicherheit, die eigentlich gar nicht angebracht ist, die wir oft leider haben. Deswegen wäre ein Punkt schon schön. Favorit ist klar Frankfurt, aber ich würde mir tatsächlich irgendwie dann doch das 1:1 wünschen. Und Stimmung wird natürlich auch brachial. Ich tippe mal, ist ausverkauft, oder? Ja, natürlich. Also das ist bei uns Standard. Ja, das wird eine richtig geile Stimmung. Wäre ich auch gern dabei, aber das ging diesmal nicht. War ja schon oft in Frankfurt. Mittelstadion, wo ich am öftesten war. Ich glaube, 4, 5 Mal jetzt mittlerweile. Sehr, sehr schönes Ding, würde ich sagen. Freuen wir uns auf Samstag. Danke dir, dass du am Start warst. Sehr gerne. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr kennt die Geschichte. Vorberichte kommen noch, Tipps für den Spieltag kommen noch.
und bis zum nächsten Mal.